Ciao Leute, ciao von Andrea Unger. Ich will heute mal erzählen, was mir an einem Tag passiert ist. Das ist ein bisschen wie diese Sache, die die Gurus aus Amerika erzählen, diese Geschichte, aber das ist alles wahr. Das ist mir wirklich passiert. Ich war Vorträger bei einem Webinar und war dort zu zeigen, wie einige Ansätze, die gut bekannt sind auf Forex, in der Tat gar nicht so gut funktionieren. Wie man sagt. Und ich habe unterschiedliche Tests auf unterschiedliche Forex-Pairs gezeigt, mit die Profits oder Verluste, wo es Verluste gab, und mit Drawdown über 10 Jahre, glaube ich, ich weiß nicht, und so weiter. Um zu zeigen, dass jene Ansätze in der Tat nicht so gut sind, wie man lesen kann und so weiter. Dann kam einer, Amerikaner vielleicht oder ein Australier, ich weiß nicht, der Name war Englisch. Und er sagte, oh, deine Tests zeigen zu hohe Drawdowns. Ich glaube, deine Tests funktionieren gar nicht. Und ist weggegangen. Hat das Webinar entlassen. Ich könnte überhaupt nicht antworten, weil er nicht mehr da war. Und das zeigte, wie er überhaupt nicht verstanden hat, was ich dort zeigen wollte. Und er hatte nicht Geduld genug zu warten, bis ich mit diesem Start dann zu einer Erklärung kommen könnte, wo ich zeigen würde, was ich dann getan habe, was besser funktioniert und in welcher Richtung man am besten arbeitet, damit man etwas hat, was dann eine höhere Wahrscheinlichkeit zu profitieren hat. Er ist einfach weggelaufen. Okay. Immer noch in dem Tag habe ich eine E-Mail bekommen von meinem Freund aus Chicago, Kurt Sakeda, ein sehr guter Trader, hat die Weltmeisterschaft zweimal gewonnen auf Futures und einmal sogar noch mit einem hohen Prozentsatz als mein. Er hat mit, glaube ich, 929% gewonnen. Sehr guter Trader. Er arbeitet meistens mit Seasonals, mit einem statistischen Ansatz. Und er hat gesagt, ein bisschen geklagt, dass viele Leute ihn fragen, wie man Geld in den Märkten verdienen kann, aber sobald er mehr in Details geht, dann sieht er sofort Langeweile und die Leute sind nicht mehr interessiert. Dritte Sache, immer noch in dem Tag, eine E-Mail von einem Newsletter von Emilio Tomasini. Sie kennen vielleicht Emilio Tomasini auch in Deutschland. Er ist ein Händler und auch ein Schüler für Trading. Und in dieser E-Mail mit den anderen Sachen hat er auch gesagt, dass es Leute gibt, die einen Monat zu seiner Newsletter abonnieren und dann nur die Signale folgen. Die haben überhaupt keine Ahnung, was dahinter steht. Und die verstehen nicht, was sie machen. Und ohne Ahnung, was dahinter steht, hat es überhaupt keinen Wert, die Signale zu nutzen. Also alle drei Sachen hier zeigen, wie die meisten Leute, die am Trading Interesse haben, in der Tat wollen nur Geld verdienen. Das ist in Ordnung. Ich meine, alle wollen natürlich Geld verdienen. Das ist klar. Aber was noch dahinter steht, ist, dass es gefährlich ist, wenn man nur wegen Geld und ohne andere Interesse diese Arbeit startet. Es ist so, wenn man nur als Geld ein Motor startet, man denkt nicht, wie viel Druck in den Reifen ist oder ob man Öl zum Motor addieren muss oder so. Also, es ist klar, dass irgendwann wird man Probleme haben. Das ist klar mit dem Fahrzeug, aber auch im Training, es ist ganz gleich. Und auch es kann sein natürlich, dass Sie zum Beispiel keine Zeit haben, sich auszubilden. Das kann wohl sein. Ich meine, nicht alle haben Zeit oder Lust sogar noch. Aber die haben trotzdem Interesse. Aber es ist auch so zu sagen, dass wenn Sie etwas erhalten, ein Ziel oder so, mit Ihren eigenen Skills, das ist natürlich besser. Nehmen Sie an, Sie klettern auf den Everest, okay? Oder Sie können mit einem Hubschrauber hinfahren. Panorama ist gleich, sehr toll. Ich habe vermutet, ich war niemals dort.
Aber wenn sie geklettert haben, dann sind sie natürlich zufriedener, ich glaube. Aber sie können zum Beispiel nicht stark genug sein, ich bin es nicht, keine Zeit haben zu trainieren, damit sie Everest klettern können, oder keine Lust, weil sie anders zu tun haben. Und trotzdem wollen sie mal von oben sehen, wie es aussieht. In dem Fall werden sie mit jemandem hingehen, der Ahnung hat. Sie können nicht mit jemandem hinfahren, der nur die Berge auf einer Postkarte gesehen hatte. Der muss Ahnung haben, der muss sehr viele Ahnung haben. Und das ist genauso, weil es sonst gefährlich ist, sehr gefährlich in dem Fall vom Everest, aber auch im Training oder auch andere Sachen ist es gefährlich. Wenn Sie nicht sich selbst direkt ausbilden können in Details und wollen trotzdem mit der Hilfe von jemandem etwas tun, dann müssen Sie mindestens schätzen können, ob dieser Kerl genug Ahnung und Erfahrung hatte, damit er ein guter Führer sein kann für den Zweck. Und das ist nicht immer so einfach, aber mindestens hier muss man aufpassen. Ich kann nicht studieren wollen, wie es funktioniert, aber ich muss mindestens verstehen oder entdecken, ob der, mit dem ich arbeiten will, genug Ahnung hat, das zu tun. Das ist wichtig. Diese drei Sachen sind mir passiert und ich wollte das einfach mal sagen. Das war nicht sehr technisch, aber trotzdem hoffe ich, dass es interessiert hat. Und in dem Fall ein Like zum Video oder abonnieren Sie zum Kanal hier beim roten Glöckchen, da können Sie die nächsten Inhalte sofort bekommen. Ich wollte das sagen, weil das ist in jedem Fall sehr wichtig. Es ist offensichtlich, aber nicht immer so offensichtlich, dass die Leute das schon wissen. Und zu oft hört man Geschichten, wo man zu tun hatte mit Leuten, die gar keine Ahnung hatten, und dann hat man dann seriöse Probleme erfahren mit Geld, Verluste normalerweise und so weiter. Also Leute, das war's. Ciao von Andrea Unger aus Italien. Ich hoffe, Sie werden abonnieren und wir treffen uns nächstes Mal. Ciao nochmal von Andrea Unger.